Herzlich willkommen von meiner Seite und von den Veranstalterinnen. Ich bin Annika Taschke, Referentin für Zeitgeschichte hier im Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und veranstaltet wird diese ganze Veranstaltungsreihe Alles Faschismus oder was vom Dietz Verlag, dem Münzenberg Forum und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam. So, und dann legen wir jetzt los. Das ist die dritte und letzte Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Alles Faschismus oder was. Die erste vor 14 Tagen, da ging es um Bonapartismus. Und können wir damit heute noch was anfangen, wenn es um neue Rechte geht? Und letzte Woche hatten wir Roger Griffin als Faschismustheoretiker hier im Haus. Und da ging es um alten Faschismus in neuen Schläuchen. Was die Veranstaltungsreihe versucht, ist da zu klären, können wir den Begriff Faschismus oder unterschiedliche Konzepte heute anwenden? Welche Strategien gibt es? Kann man oder wir sollten sie diskutieren? Und welche kann man davon heute noch oder sollte man heute noch benutzen? Genau, und wir haben heute die dritte Veranstaltung und damit die letzte. Europa und die Rechte, Gefahren und wie alles besser werden könnte. Denn wir würden gerne versuchen, mit einem nicht ganz so negativen Fazit, alles Faschismus oder was, aus dieser Veranstaltungsreihe rausgehen. Und aus diesem Grund heiße ich auch das Podium herzlich willkommen. Neben mir sitzt, rechts neben mir, von Ihnen aus links, sitzt Jan Rettig. Er ist Politikwissenschaftler der Universität Bremen und wird uns eine Einordnung über die aktuelle europäische Lage und das Europäische Parlament geben. Herzlich willkommen, Jan. Und ich glaube, die etwas schwierigere Aufgabe von uns heute gestellt hat Carina Buck. Sie ist Autorin und Politikwissenschaftlerin aus Hamburg angereist. Und sie wird ebenfalls einen Einblick geben über die europäische Rechte. In welcher Situation sind wir gerade? Vielleicht auch, was kommt Sonntag auf uns zu, zur Wahl zum Europäischen Parlament? Aber auch, und das ist die schwierige Aufgabe, zu gucken, was für Ideen und Anstöße gibt es für linke Akteurinnen, wo gibt es Handlungsspielräume und welche Aufgaben haben vielleicht wir als linke Kritikerinnen, das alles besser zu machen? Herzlich willkommen. Genau, wir würden jetzt so vorgehen, dass beide einen kurzen Input geben und Sie dann im Anschluss die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und wir gemeinsam diskutierend aus diesem Abend herausgehen. Herzlich willkommen also auch an Sie und an die Leute vor den Livestream auf Facebook und Co. Vielen Dank. So, dein Term, genau. Hallo Jan, ich übergebe dir das Mikrofon und freue mich sehr über deinen Input. Moin, ich bin Jan, wurde schon gesagt. Ich habe diesen hoffentlich dann kurzen Input in mal grob drei Teile untergliedert, die ich jeweils mit rechten Zitaten überschrieben haben will, damit ihr wisst, wo wir im Stoff sind und ich meinen Faden nicht verliere. Das ist einmal, wir wollen regieren, Europa retten und Heimat Europa. Wir wollen regieren, das ist ein Zitat von Matteo Salvini auf einer Pressekonferenz Anfang April in Mailand, wo er eine neue Fraktion angekündigt hat im Europaparlament, zusammen mit Jörg Meuthen und je einem Vertreter der dänischen Volkspartei und der Partei, die Waren oder die Basis finden, je nach Übersetzung. Genau, eine neue Fraktion angekündigt, die größte, denn man sei ja schließlich nicht angetreten, um zu verlieren. Und das Ganze sollte dann noch unterstrichen werden und beziehungsweise wurde jetzt auch unterstrichen mit einer Wahlkampfveranstaltung letztes Wochenende in Mailand, auf der tatsächlich mehrere tausend Leute den Granden des europäischen sogenannten Rechtspopulismus zuhören durften. Keine Sorge, also die größte Fraktion werden die, glaube ich, nicht. Trotzdem, nach was jetzt offiziell sich dazu bereit erklärt hat, Teil dieser Fraktion zu werden. Das sind mittlerweile immerhin 10 Parteien, eben die genannten dieser Pressekonferenz, plus eigentlich alle aus der jetzigen Fraktion Europa der Nationen und Freiheit, ohne die Partei der Kongress der Neuen Rechten aus Polen, weil die, glaube ich, einfach nicht mehr reingewählt wird, plus jetzt noch 2 kleinere Partner aus Estland und der Slowakei. Die alle zusammengenommen hätten jetzt schon 70 oder mehr Mandate laut Prognosen und wären damit jetzt schon doppelt so groß wie eben diese alte Fraktion.
wenn da jetzt noch einige aus der ja auch noch existierenden gemeinsamen Europartei, Bewegung für ein Europa der Nationen und Freiheit oder auch andere Freundinnen hinzukommen, ohne alarmistisch zu werden, könnten sie dann tatsächlich an den 100 Mandaten und damit vielleicht sogar an dem dritten Platz als Fraktion kratzen. Mit anderen Freunden meine ich vor allen Dingen Parteien wie zum Beispiel die spanische Vox, die jetzt ihre ersten großen Erfolge sowohl regional als auch national in Spanien gefeiert hat, oder auch kleinere Parteien wie die slowakische Nationalpartei, aber auch Parteien wie den Fidesz, bei dem völlig unklar ist noch, wo er sich zugesellen wird. Vielleicht ja aber sogar die Schrumpf-UKIP, der auch immerhin noch, ich glaube, 4 oder 5 Sitze im Europaparlament prognostiziert werden. Nicht zu verwechseln mit der alten UKIP, die man mittlerweile eher mit der Brexit-Party vergleichen muss. Eine Anfang des Jahres neu gegründete Partei von Nigel Farage, die im Prinzip dieses alte UKIP-Programm weiterführt. Also gegenüber 2014 würde ich diese Bewegung tatsächlich als rechtes Sammelprojekt einschätzen und fürchten. Damals waren sie nämlich direkt nach der Wahl noch nicht in der Lage, eine eigene Fraktion zu konstituieren. Das ist erst ein Jahr später dann passiert und so mit Ach und Krach. Haben dann allerdings jetzt über die letzten 4 Jahre eigentlich relativ harmonisch zusammengearbeitet, ohne allzu viel Streit über Südtirol oder rumänische Roma in Rom, wie früher noch, oder sonst was. Sie haben gemeinsam Russland- oder Luxusspesenskandale überlebt und erklären sich eben jetzt regierungswillig. Und regieren tun die ja aber auch schon. In Italien, in Österreich jetzt gerade nicht mehr, wenn ich den letzten Stand richtig habe. Aber eben zum Beispiel auch in Estland, dieser kleinere Partner, von dem ich gerade gesprochen habe, die estnische konservative Volkspartei, ist mittlerweile Juniorpartner einer neuen estnischen Regierung, konnte zwar dort ihre höchst reaktionären Anliegen wie gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder ihre NATO- und EU-Feindschaft nicht direkt im Koalitionsvertrag unterbringen, hat dafür aber auch den Innenministerposten bekommen, was bei ihren flüchtlingsfeindlichen Positionen quasi ja auch schon eine Honorierung darstellt. In Polen und Ungarn, wissen wir, haben die quasi Geschwister im Geiste. Und genauso letzten Endes in Tschechien mit der Aktion Unzufriedener Bürger. Auch in Griechenland gibt es den rechtslibertären Juniorpartner Anel in der Regierung. In Finnland befinden sich gerade eben diese Warnfinnen in Koalitionsgesprächen mit der Sozialdemokratischen Partei, hinter der sie nur knapp Zweiter geworden sind vor kurzem bei den letzten Wahlen. Und jetzt nicht unmittelbar auf die EU bezogen, aber ich finde es immer noch mal wieder wichtig, das auch zu erwähnen. In der demokratischen, proeuropäischen Ukraine gibt es seit 2,5 Jahren einen Nazi als Parlamentspräsidenten. Das darf man nicht vergessen. Auch sowas gibt es in Europa. So, dieses Regieren wollen, also das klingt immer so demokratisch und liberal, also eigentlich ist es ja ein Bestimmen wollen, wollen die also auf allen Ebenen, regional, national sowieso, aber jetzt offensichtlich auch europäisch. Und ich würde sagen, die Rechnung geht ganz simpel. Je stärker eben so eine rechte Fraktion ist und dort im Europaparlament und je schwächer die traditionellen großen Fraktionen, also das sind vor allen Dingen die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokratie, Sozialisten und Demokraten, wie sie heißen, und die Liberalen, desto labiler werden dort halt die Mehrheiten. Und desto eher werden Rechte tatsächlich in relevante parlamentarische Positionen dort kommen. Zum Beispiel Ausschussvorsitzende oder sogenannte Berichterstatter, relativ mächtige Posten, weil die sind, die für das Europaparlament diese ganzen Legislativvorhaben von vorne bis hinten mit allen EU-Institutionen begleiten. Das ist halt was es bisher tatsächlich so nicht gab. Also Matteo Salvini war tatsächlich mal irgendwann vor ein paar Jahren so ein Berichterstatter, aber es gab einfach keine extrem rechten Ausschussvorsitzenden und auch keine Stellvertreter von Storch, die mal im Europaparlament saß für die AfD. Und Bernd Lucke hatten das mal versucht, sind dort aber quasi ähnlich gescheitert, indem nämlich der Usus umgangen wurde, wie es jetzt ähnlich hier bei den Stellvertretern des Bundestagspräsidenten passiert ist, dass nämlich sozusagen absteigend nach Größe der Fraktion
diese stellvertretenden Posten auch so vergeben werden und sich alle anderen Fraktionen halt geeinigt hatten, nee, das kommt uns nicht in die Tüte. Das wird natürlich umso fragwürdiger, wenn sozusagen diese Mehrheiten einfach nicht mehr stabil sind. Genau, außerdem wird die Kommission natürlich neu zusammengesetzt. Dafür sind natürlich auch die nationalen Kräfteverhältnisse ausschlaggebend. Das ist ja nach wie vor eine Institution, die sozusagen durch jedes Land mit einem Kommissar, einer Kommissarin besetzt wird. Und das Gleiche gilt ja letzten Endes auch für den Ministerrat, also den Rat der Europäischen Union, das sind diese Fachministerräte. Und letzten Endes ja auch für die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, die ja dann sozusagen auch ihren nationalen Kräfteverhältnissen und Regierungen verantwortlich sind. Europa retten. Das ist auch ein Zitat von Matteo Salvini, ganz frisch von vor ein paar Tagen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Sizilien sagte er, dieses Mal gilt, entweder wir retten Europa oder Europa stirbt und wir bekommen ein islamisches Kalifat. Europa ist unser Zuhause, Sizilien ist unser Zuhause, Italien ist unser Zuhause. Natürlich wollen die nicht einfach dieses Europa, nicht diese Europäische Union regieren. Die muss schon erstmal an Haupt und Gliedern reformiert werden, wie Meuthen das bei besagter Pressekonferenz ausdrückte. Und das heißt, und da sind sie sich die entsprechenden Parteien weitestgehend einig, sie sind eben gegen die vermeintliche Macht des Europäischen Parlaments, sie sind für eine Degradierung des Europäischen Gerichtshofs, gegen die Erweiterung von Mehrheitsprinzipien in den diversen Institutionen und gegen weitere Transferbanken und Sozialvergemeinschaftungen auf europäischer Ebene und selbstverständlich auch gegen den Beitritt der Türkei. Sie sind für eine Verkleinerung der EU-Verwaltung, für mehr Volksabstimmung, was dann wahlweise für mehr direkte Demokratie oder ganz offen, wie Orban es formuliert, für illiberale Demokratie und für geschlossene Grenzen. Moment. Diese konkreten EU-Kritiken oder was sie da reformieren wollen, die gibt es natürlich auch in abstrakteren Worten wie Bürgerferne, Intransparenz und undemokratisches Monster Brüssel. Und was quasi aber ebenso, dann aber auch nur abstrakt stattfindet, ist eigentlich so eine Positivbestimmung dieses Europa, was sie da retten wollen. Und das lässt sich kurz zusammenfassen in christlich-jüdischen Traditionen, griechisch-römische Antike und der Aufklärung oder dann noch abstrakter in Freiheit, Recht und Demokratie. Alles Worte, die diese Parteien ganz locker und flockig im Munde führen und von ihnen geteilt werden. Interessant finde ich daran, dass beispielsweise im AfD-Programm zur Europawahl 2019 tauchen genau diese abstrakten Werte und Traditionen, die ich gerade genannt habe, nicht etwa im Kapitel Europa der Nationen, wo man das erwarten könnte, auf. Nee, die sind quasi die Einleitung zum Kapitel Islam. Woraus ich so ein bisschen schließe, naja, es braucht sozusagen erstmal die Gemeinsamkeitskonstruktion, und das ist dann die, um dann sozusagen gegen den gemeinsamen Feind zu schlagen. Und das ist sozusagen das zentralste Feindbild, also erzähle ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues, was die europäische extreme Rechte gerade eint, nämlich einmal der Islam, beziehungsweise genauer eigentlich Muslime und Muslimen, und einmal die Immigration und ganz speziell auch in der Kombination, also die muslimische Immigration. Denn, so steht es auch im AfD-Programm, die Zuwanderung und angeblich höhere Geburtenraten von Muslimen führen nämlich zu einem Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes. Das noch angereichert mit sozusagen ihrer Heidenangst und Panik vor allem möglichen Terror, Globalisierung, Multikulti, Homos, Heimatlosigkeit und so weiter, ergibt dann eben, und auch das europaweit, eine wirklich alarmistische, quasi vorbürgerkriegsfantasierende, feindselige, hasserfüllte Agitation gegen eigentlich fast alles. Also alles Andersseiende, alles Andersdenkende, alles gesellschaftlich Erneuernde und Traditionen Verneinende.
zusammengefasst würde ich sagen, nimmt man diese regressiven Reformvorstellungen an der EU als konkreten politischen Projekt, politökonomischen Projekt, plus so diese Abstraktheit dessen, was man da eigentlich gemeinsam verkörpern will, scheint eigentlich nur eine Deutung, was dieses Europa der Nationen, der Völker, der Vaterländer, der Schollen, wie auch immer, plausibel macht. Und auch das sagt die AfD in ihrem Programm unumwunden, eigentlich eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft souveräner Nationen. Worin dann diese Wirtschafts- und worin sozusagen diese Interessen bestehen, das mag dann sehr unterschiedlich sein. Ich fand die Reaktionen, die europaweiten Reaktionen auf den Brexit da vielleicht sehr bezeichnend, weil die natürlich aus einer politischen Perspektive von Nationalisten und Nationalistinnen super war. Es haben sich alle beglückwünscht und sind im Dreieck gesprungen. Aber so wirklich weiter agitieren wollte damit keiner. Der österreichische Wahlkampf hat nach diesem Brexit-Votum 2016 nicht damit gearbeitet. Aus dem Wahlprogramm des Front National jetzt zur Europaparlamentswahl ist nach, ich glaube, anderthalb Jahrzehnten der zentralste Punkt, nämlich ein Referendum über den Verbleib Frankreichs in der EU, rausgeflogen. Und auch vom Fidesz gab es schon Äußerungen, die sagen, nein, ein Austritt kommt gar nicht in Frage. Und letztens hat beispielsweise Jarosław Kaczynski, das ist der Vorsitzende der polnischen PiS-Partei, Regierungspartei, zwar gesagt, die Euro-Einführung, die eigentlich vertraglich geregelt ist, sozusagen, die für Polen irgendwann demnächst anstünde, die wäre nicht gut, aber die EU-Mitgliedschaft, die sei eine Pflicht des polnischen Patriotismus. So, Heimat Europa. Das ist wiederum ein Zitat, ich meine, von Felix Menzel, das ist ein extrem rechter Aktivist in Deutschland, in Chemnitz, der die Blaue Narzisse gegründet hat. Der sagt doch, es gibt eine Heimat Europa, und zwar jenseits von Nationen. Und er bezieht sich damit auf eine lange Tradition rechter Europavorstellungen, die mal als Reich oder mal als Imperium, mal mit oder ohne Imperialismus, mal zentralistisch, mal föderalistisch, mal eurosibirisch oder eurasisch oder als Zwischen- und Mitteleuropa formuliert. Und damit zusammenhängt immer auch so diese Vorstellung eines dritten Weges zwischen Ost und West und zwischen Planwirtschaft und freier Marktwirtschaft kolportiert hat. Und das alles jenseits von Nationen und zugunsten eben entweder Regionen, von Kulturen, der weißen Rasse oder eben dem europäischen Abendland. Diese Traditionen reichen tatsächlich zurück bis in die Anfänge des Faschismus, würde ich sagen, haben sich im deutschen Zwischenkriegseuropa in dem, was wir als jungkonservative Intellektuelle kennen oder später als konservative Revolution bezeichnete Strömung, aber auch im Nachkriegseuropa in sogenannten eurofaschistischen Zusammenhängen gezeigt. Der Witz bei diesen identitären Angeboten, und das ist ja genau ihr Zweck, ist, dass sie genauso wie der Nationalismus immer dieses ununterfragbare, mystifizierte Kollektivsubjekt bewahren, welches im Prinzip über jedes Individuum, jeden Klassengegensatz und deshalb auch über jede Emanzipation erhaben ist. Und dafür vielleicht nochmal zurück zur Lega von besagten Matteo Salvini, obwohl nun gerade die Lega nicht in dieser eurofaschistischen Tradition eigentlich steht, finde ich, ist die Geschichte dieser Partei eigentlich eine super Illustration, wie Nationen oder eben diese Kollektivsubjekte konstruiert werden, nämlich als imaginierte Gemeinschaften, aber als Resultat des Willens und eben nicht als irgendwie einer sich bahnbrechenden Natur. Soll heißen, es sind nicht die Nationen, die den Nationalismus hervorbringen, sondern genau andersrum, hat Ernie Gellner schon vor 70 Jahren festgestellt. Die Geschichte der Lega ist nämlich die, dass sozusagen Ende der 70er, Anfang der 80er es quasi eine Art kulturalistisch-traditionalistische Bewegung in Norditalien gibt, die wirklich fast tälerweise funktioniert hat, wo sich so Ligen gegründet haben zur Bewahrung der einzelnen Dialekte, Traditionen, Bräuche,
und so weiter, die sich dann eben zusammengefasst haben in den 80ern zur Lega Nord und sich so ein gemeinsames Padanien überlegt haben. Ein Land aus grauer Vorzeit, was es nie gab, nun aber unbedingt seine Unabhängigkeit brauchte und dann inklusive Nationalhymne, Nationalritus, inklusive Ausrufung der Nation, sogar von dem damaligen Lega-Chef Umberto Bossi und so weiter. Nun ist die Lega Nord aber schon 1994 das erste Mal in Regierungsbeteiligung auf nationaler Ebene gewesen. Zwar nur kurz und dann 2001 nochmal wieder. Und hat dort natürlich, das wäre ja auch widersinnig, sämtliche Sezessionsforderungen im Prinzip aufgegeben. Mittlerweile strahlt sie auch in den Süden aus. Entsprechend hat sie sich dann auch, ich glaube letztes Jahr, tatsächlich umbenannt von Lega Nord in Lega. Ist das Nord rausgeflogen? Was im Prinzip die spannende Frage ja aufwirft, ob und wie dann eigentlich vielleicht demnächst eine Lega Europa aussieht bzw. denkbar wäre. Dann denke ich wieder, ist dieser Gedanke nicht eigentlich irreführend, weil sozusagen it's a bunch of nationalists out there, ja, also sämtliche klaffenden sozialen Fragen werden gerade ultranationalistisch von der gesamten Rechten beantwortet. Die Frage sozusagen, warum auf so eine alte Konstruktion zurückzugreifen, da würde Willibald Holzer vermutlich jetzt mal frei zitiert sagen, naja, das kapitalistisch kaputt gemachte Individuum verlangt eben nach Einfachheit, also nach Bekanntem, so, und da ist Nationalismus seit 200, 250 Jahren das bekannteste Identifikationsangebot, was es gibt. Und ich glaube aber, das Wichtige ist jetzt gar nicht so sehr der Name und der sozusagen offizielle Bezugsrahmen Nationalismus, sondern was darunter eigentlich passiert. Und was da passiert, ist ja letzten Endes nichts anderes als dass Robert Paxton hat das mobilisierende Leidenschaften genannt, die, also Leidenschaften, die es in dieser Gesellschaft latent gibt, die massiv angesprochen werden, wie zum Beispiel ökonomische oder kulturelle Ressentiments gegen alles Fremde, die Wünsche nach mehr bei sich sein, mehr Reinheit, mehr Abgeschlossenheit, mehr wie früher und eben letztlich auch nach mehr Führer. Und dann gerät dieser Bezugsrahmen Nation letzten Endes auch in den Hintergrund, und das meine ich ganz bildhaft, denn auf dieser Wahlkampfveranstaltung jetzt letztes Wochenende stand im Hintergrund der Bühne ganz groß dieses Logo Prima l'Italia, und das bedeutet Italien zuerst, und das ist ja aus zwei Gründen interessant oder zumindest erwähnenswert, weil es sich ja einmal um eine Veranstaltung quasi zu Europa handelt, gut, da kann man sagen, auch die Lega sind Nationalisten, aber es hat eben einen ganzen Haufen ja fremdländischer Nationalistinnen dort gesprochen, die offenbar alle gar kein Problem damit haben, dass hinter ihnen dieses Logo Prima l'Italia steht. Und deswegen glaube ich, dass diese Internationale der Nationalisten eben gar nicht der große unauflösliche Widerspruch ist, der da immer reininterpretiert wird, sondern durchaus ein pragmatisch handelbarer für die entsprechenden Akteure. So, und jetzt noch ein kurzer letzter Gedanke, dann bin ich fertig. Also auch ohne Alarmismus, aber jenseits der Parteien, würde ich sagen, entwickelt sich gerade erstmal auf ideologischer Ebene schon so eine zarte Neuauflage eurofaschistischer Gedanken, und zwar nämlich im quasi als Auslauf letzten Endes neurechter Ideologiebildung, die da tatsächlich versucht, eben erstmal mittels ideologischer Arbeit jenseits von Nationen zu denken. So, und da nenne ich jetzt nur mal beispielhaft, ist vor kurzem ein kleines Büchlein erschienen von einem Till Lukas Wessels, das ist ein identitärer Aktivist, mittlerweile in Halle, glaube ich, und eben zitierter Felix Menzel und Philipp Stein, die schon vor einigen Jahren ein Buch rausgebracht haben, das heißt Junges Europa, und bezieht sich mit diesem Namen schon auf eine Organisation eines belgischen Eurofaschisten und Kollaborateurs, Jean-François Thiriat, an dessen Gedanken sie quasi anschließen. Und dieser Philipp Stein wiederum ist in persona, finde ich sozusagen, genauso ein gefährliches Bindeglied, womit letzten Endes sozusagen dieser Ideologiestrang auch wieder in diese Parteien eingehen kann. Der betreibt unter anderem den Jungen Europa Verlag, wo internationale Autoren der neuen Rechten
auf Deutsch übersetzt verlegt werden. Und er ist selbst sozusagen, bewegt sich irgendwo zwischen dem Institut für Staatspolitik, der Identitären Bewegung, der Jungen Alternative, der AfD, aber eben auch Casa Pound und der NPD. Ja, so viel ist. Vielen, vielen Dank. So, dann gehen wir gleich über zu dir und vielen Dank, dass du da bist. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und danke für den Input an Jan, an den ich jetzt versuchen werde anzuknüpfen. Ich bin eingeladen worden mit den Worten, ich solle etwas Kämpferisches sagen. Ich werde versuchen, das auch zu tun. Vorher werde ich auch versuchen, erstmal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, was wir da eigentlich sehen. Und Jan hat das gerade schon gesagt. Wir sehen im Prinzip eine Formation von rechten Kräften, die jetzt anfangen, in Europa gemeinsame Sache machen zu wollen, und zwar auf eine neue Art und Weise. Und Steve Bannon hatte ja schon angekündigt im letzten Jahr, dass er sozusagen jetzt, Steve Bannon ist euch vielleicht ein Begriff, der hat ja im Weißen Haus gearbeitet und hat bei Breitbart gearbeitet, Berater von Donald Trump gewesen, ist dann nach Europa gekommen, um jetzt hier seine große neue nationalistische Bewegung The Movement zu gründen. Und das, würde ich sagen, ist als gescheitert anzusehen. Also Steve Bannon hat sich durchaus bemüht, die rechten und rechtspopulistischen Kräfte in Europa zusammenzuführen. Allerdings gibt es eine große Skepsis gegenüber der Beratschlagung von US-amerikanischen Ratgebern sozusagen. Und so hat dann eben Salvini versucht, eben diese neue Phalanx aufzumachen. Und das scheint ihm ja einigermaßen gut zu gelingen, jetzt mit diesem Anliegen da eine neue Fraktion gründen zu wollen. Dass das ein schwieriges Unterfangen ist, das merkt nicht nur Bannon, das merken auch Salvini und andere rechtspopulistische Kräfte in Europa, denn die sind sich an ganz vielen Stellen gar nicht einig. Ne? Das ist sozusagen einmal das Verhältnis zu Russland, also während die FPÖ oder die AfD ja durchaus ganz gute Verbindungen nach Russland haben, sieht das natürlich in osteuropäischen Ländern wie Polen oder Ungarn ganz anders aus. Das ist auch historisch begründet, aber auch in allen Fragen von Austeritätspolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik sind sich die rechten Kräfte durchaus uneinig. Ne? Also zum Beispiel hat die AfD immer wieder die Neuverschuldungsambitionen Italiens kritisiert. Trotzdem ist jetzt diese neue Fraktion, die da am Horizont aufscheint, sozusagen ein neuer Versuch, das eben gemeinsam hinzubekommen. Und das liegt auch daran, dass sie einige Sachen auch gemeinsam haben. Ich würde sozusagen drei zentrale gemeinsame Kampffelder identifizieren wollen. Ich würde sagen, was sie eint, ist einmal, dass sie den Versuch machen, die soziale Frage von rechts zu beantworten. Und das tun sie, indem sie quasi eine weiße Arbeiterklasse konstruieren und vorgeben, dass sie jetzt sozusagen in deren Namen Politik machen und sozusagen die soziale Frage für sowas wie eine weiße Arbeiterklasse sozusagen sich da in Stellung bringen. Das zweite ist, dass sie eigentlich den Menschen versprechen, dass es sozusagen eine Rekonstruktion von privilegierten Rechten gibt. Also denen eigentlich versprechen, dass sich kein weißer Mann jetzt mehr fürchten braucht, wenn sie sozusagen erstmal das Sagen haben. Das drückt sich in verschiedenen Sachen aus. Am deutlichsten wird es wahrscheinlich, wenn man sich so antifeministische Praktiken der europäischen Rechten anguckt. Es war kürzlich in Verona im März diesen Jahres eine große europäische Konferenz, wo sich die europäische Lebensschutzbewegung ausgetauscht hat und also sozusagen Schwangerschaftsabbrüche kritisiert hat. Die sind im Übrigen eigentlich in Italien legal. Die Lega will das aber wieder zurückdrehen. Und die Lega, ich komme jetzt auch noch, nehme auch mal Bezug drauf, weil die Lega tatsächlich ganz interessant ist, hat jetzt nochmal einen Gesetzentwurf in Stellung gebracht, um Scheidungen zu erschweren und Unterhaltsansprüche zu reduzieren. Und das machen sie natürlich einmal sozusagen, um weißen Männern zu ermöglichen oder denen die Fantasie zu geben, dass ihre Privilegien sozusagen rekonstruiert werden, aber durchaus auch, weil sie sich damit oder davon versprechen, neues Wählerinnenklientel sich zu erschließen, nämlich zum Beispiel
kirchliches Klientel. Genau. Und der Versuch ist halt eben, sozusagen weibliche Körper unter eine staatliche Kontrolle zu bringen. Und das ist auch zentral für eine völkische Politik, die Rechten verfolgen, und geht einher auch mit sowas wie Ablehnung von Homosexualität. Dem wird entgegengestellt, dass es sozusagen eine Wehrhaftigkeit, eine wehrhaftige Männlichkeit braucht. Da ist sozusagen, kommt auch häufig, wird die Brücke geschlagen zu dem, was Jan vorhin schon aufgemacht hat, also der Islam sozusagen als Hauptgegner aufgemacht. Gibt es die These der Rechten, dass sowas wie Gender-Ideologie, Gender-Mainstreaming dazu führen würde, dass die europäischen Männer verweichlicht werden, ja, vom Feminismus, und deswegen die Wehrhaftigkeit abhanden kommen würde. Und das müsste man zurückdrehen, damit man überhaupt irgendwie in einer Art und Weise wehrhaft gegen den Islam auftreten könnte. Diese ganze Gender-Thematik wird immer auch verbunden mit einer Kritik an den sogenannten 68er-Eliten. Also sozusagen alles, was an Werten sozusagen von den 68ern erkämpft worden ist, wird sozusagen angegriffen als, ja, sozusagen als, oder anders, ich komme gleich nochmal gleich dazu, wenn ich über den großen Austausch reden will. Also sozusagen die These ist ja, dass es 68er-Eliten gäbe, die sozusagen uns alle mit ihrer Ideologie steuern würden. Also sozusagen auch eine Erzählung, die so ein bisschen auch an so antisemitische Erzählungen erinnert. Das dritte vereinende Element, würde ich sagen, ist die Mär vom großen Austausch. Also eines der tragenden Narrative in der extremen Rechten, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus, sozusagen als verbindendes Element. Das ist eine Erzählung, die sagt, die 68er-Eliten steuern Migration so, dass die weiße Bevölkerung on the long run sozusagen ausgetauscht, ausgelöscht wird. Also sozusagen so ein Vernichtungsszenario, und auch mit einem Anleihen an eben diese antisemitischen Erzählungen von irgendwelchen geheimen Eliten, die was sozusagen zu Ungunsten des Volkes sozusagen machen. Das ist Teil dieses Narrativs. Wie wirkmächtig dieses Narrativ ist, das wird deutlich, wenn wir uns eben die europäische Rechte angucken, auch die US-amerikanische Rechte, die sich daran bedient. Und zuletzt ist das ja groß in den Schlagzeilen gewesen, als wir von dem grausamen Attentat in Christchurch gehört haben. Denn auch der Attentäter von Christchurch hat sich auf diese Erzählung des großen Austauschs bezogen. Jetzt bin ich sozusagen eigentlich gefordert, zu sagen, wie alles besser werden kann, und möchte jetzt aber im zweiten Schritt eher nochmal was dazu sagen, was ich glaube, was alles nicht hilft. wir nähern uns dem an, und vielleicht könnt ihr mir dann nachher auch helfen, zu entwickeln, was wir eigentlich tun sollten. Was ich sagen würde, was sozusagen in dieser Situation nicht hilft, ist, sind die Renationalisierungstendenzen, die wir in Teilen der europäischen Linksparteien sehen können. Ich war im September letzten Jahres auf einer Konferenz in Liverpool eingeladen, wo ich die Gelegenheit hatte, sozusagen da die Spitzen der europäischen Linksparteien auf einem Panel zu hören. Und das war einigermaßen uninspirierend, ehrlich gesagt, was ich da gehört habe. Das beginnt mit der Partei Linksgrün in Dänemark, die sagt, naja, also eigentlich brauchen wir über Rassismus gar nicht erst reden. Wir müssen als allererstes überlegen, wie wir die EU loswerden, weil die hat uns das alles erstmal eingebrockt. Und wenn wir die losgeworden sind, dann können wir uns mit Rassismus und Nationalismus und so weiter überhaupt erst beschäftigen. Aber als allererstes müssen wir die EU loswerden. Danach kam eine Rednerin von Podemos, die gesagt hat, naja, man kann den Leuten ja nicht vorwerfen, dass sie rechts wählen, weil alle anderen Parteien sind ja rechts, außer wir. Wo ich sagen muss, da fand ich schon doll nochmal, dass da so eine starke Verharmlosung auch von militanten neofaschistischen Bewegungen stattfindet. Also da gibt es ja durchaus auch eine Ideologie und durchaus auch Leute, die davon angegriffen werden und die auch Opfer davon werden. Danach haben wir einen Redebeitrag gehört von Aufstehen. Und da würde ich auch sagen, das hilft uns gerade eigentlich auch nicht weiter, sozusagen die soziale Frage so zu diskutieren, dass es im Prinzip um gegeneinander Ausspielen von sozialer Absicherung geht. Ich würde sagen, die Klassenfrage kann man nicht national beantworten. Die Klassenfrage ist immer und ausschließlich eine internationale Frage.
Und im Übrigen halte ich das für eine falsche Versprechung, wenn man den Leuten erzählt, dass man den nationalen Wohlfahrtsstaat für sie wieder rekonstruieren könnte. Beim global agierenden Kapitalismus muss man sich nämlich vielmehr die Frage stellen, wie man es eigentlich hinkriegen kann, dass es eine globale soziale Absicherung gibt. Und da wird man feststellen, dass das im Kapitalismus so nicht zu machen ist. Jetzt habe ich mich so ein bisschen an den Linksparteien abgearbeitet, aber was auch nicht so richtig geholfen hat, ist der Untergang der Sozialdemokratie in Europa. Das kann man eigentlich auch durch die meisten europäischen Länder beobachten. Und ich will jetzt gar nicht in so Gefilde abdriften wie Sozialfaschismus-Theorien. Ich würde trotzdem sagen, dass jetzt 20 Jahre nach diesem Schröder-Blair-Papier, das ja so Vorläufer war von Agenda 2010 und ja ein Stück weit auch sozusagen, ja, also dieses Papier hat ja den dritten Weg der europäischen Sozialdemokratie dargelegt und aus meiner Sicht war das eine Feilbietung von Arbeitnehmerinnenrechten und ein Plädoyer für Deregulierung und Liberalisierung. Und ich glaube, damit ist die Sozialdemokratie auf einen Holzweg gegangen, schon vor 20 Jahren, der ein Stück weit auch eine Erklärung dafür ist, warum sie europäisch eigentlich sozusagen dem Untergang geweiht ist. Und was ich interessant finde, ist, dass es, und das können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, dass es in den Ländern, in denen es Sozialdemokratien gibt, die ernsthafte sozialdemokratische Politik machen, nämlich zum Beispiel in Portugal oder auch in Großbritannien jetzt unter Corbyn, die rechten Parteien tatsächlich schwächer sind als in Ländern, in denen das nicht so ist. Das könnte man natürlich diskutieren, ob das sozusagen tatsächlich auch kausal ist oder nicht, aber da bin ich auch gespannt, was ihr und sie gleich dazu zu sagen haben. So, jetzt komme ich so ein bisschen zu dem, was eigentlich hilft, und bin aber auch noch nicht ganz fertig mit dem, was schlecht ist. Also, ich glaube, was hilft, ist in dieser Situation eine sehr genaue Bestandsaufnahme über das zu machen, was in Europa eigentlich gerade falsch läuft. Und wir müssen uns schon auch klar machen an dieser Stelle, dass nicht die AfD und auch nicht der Front National oder wie sie jetzt heißen, Rassemblement National, diejenigen waren, die Europa in ein Korsett der Austerität gezwungen haben. Und es war auch nicht die AfD und auch nicht der Front National, die Europa zu einer Festung ausgebaut haben. Und ich meine, dass man sich gar nicht so wahnsinnig wundern muss darüber, dass die etablierten Parteien an Vertrauen verloren haben, weil es doch so ist, dass diese Politik von There's no alternative deutlich gemacht hat, dass die Spielräume von Politik in seiner Marktförmigkeit absolut marginal geworden sind. Und das ist ja auch die Erfahrung, die viele Menschen in Europa in den letzten 10 Jahren immer wieder gemacht haben. Und was sich auch an dem Exempel, was an Griechenland statuiert worden ist, nochmal deutlich geworden ist, nämlich, dass da Mechanismen wirken, die mit Demokratie gar nichts mehr zu tun haben. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass das EU-Parlament, das jetzt wieder gewählt werden soll und weswegen wir auch eigentlich jetzt hier sitzen, an der Troika überhaupt gar nichts mitzureden hatte. Und wenn wir uns daran erinnern, dass jede Regung und jedes Aufbegehren von links sowohl in Griechenland, aber auch europaweit durchweg repressiv beantwortet worden ist. Und dieses repressive Europa, das erreicht seit 2016 eine ganz neue Stufe, nämlich der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat 2016 die neue Linie für Europa verkündet, nämlich es bräuchte ein Europa, Zitat, hin zu einem besseren Europa, das schützt, stärkt und verteidigt. Und diese neue Linie ist aus meiner Sicht für zwei Sachen gut, nämlich erstens, um Europas skeptische und rechtspopulistische Kräfte zu integrieren. Das heißt, man fährt eine repressive Politik der harten Hand auch an den Außengrenzen und damit nationalistischen Kräften unter der Überschrift von Sicherheit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und zweitens wissen auch die Herrschenden, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange der Krisenhaftigkeit angekommen sind. Das heißt für mich, dass die Herrschenden in Europa sich auf einen kommenden Ausnahmezustand vorbereiten, der das neoliberale Europa sowohl nach innen als auch nach außen verteidigen soll. Da sind die Stichworte Geheimdienstdatenaustausch, Militarisierung der Außengrenzen, gemeinsame Armee. Insofern glaube ich, sollte man nicht glauben, dass der Wahlaufruf und jetzt alle gegen die Nationalisten, dass man damit irgendwas zu retten hätte. Und das kann und das darf auch nicht die politische Forderung für linke Kräfte sein. Denn es dürfte klar geworden sein, dass die bürgerlichen Kräfte weder willens noch in der Lage sind, eine rechte Entwicklung zu verhindern. Und das sieht man natürlich auch in den nationalen Regierungen. Also wenn wir jetzt sozusagen auf die Europawahl gucken und sagen, jetzt alle gegen die Nationalisten,
dann hinkt das ja spätestens an dem Punkt, wo wir sehen, dass bürgerliche Kräfte mit neurechten Kräften, rechtspopulistischen Kräften, teilweise auch neofaschistischen Kräften Koalitionen eingehen. Deswegen können wir damit nichts gewinnen, wenn wir sozusagen jetzt sagen, jetzt alle gegen die Nationalisten. So, wie sollte oder wie könnte alles anders werden? Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Wenn sich die Herrschenden, also wenn das stimmt, dass sich die Herrschenden gerade auf einen kommenden Ausnahmezustand vorbereiten und die Rechten sich entweder in dieses Europa des Ausnahmezustandes, der Repression und der autoritären Herrschaft integrieren lassen oder aber, und das ist, knüpft an Jan an, sich auf sowas wie Bürgerkrieg vorbereiten, ja, dann ist es wahrscheinlich allerhöchste Eisenbahn, dass sich Linke anfangen, auch international aufzustellen. Und niemand sollte erwarten, dass das, was kommt, ein Deckchen sticken wird. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist aus meiner Sicht auch, wie man eigentlich diesen globalisierten Kapitalismus ernsthaft herausfordern kann, ohne dabei in sowas wie eine Renationalisierungsfalle zu tappen, wie Sarah Wagenknecht aufgemacht hat. Und da, glaube ich, fehlen uns häufig die Konzepte und da sollten wir anknüpfen und versuchen, da nochmal ein bisschen schlauer drüber nachzudenken. Denn auch wenn wir uns international angucken, also mal international gucken, nicht nur auf Europa, dann sehen wir auch in Brasilien, auch in den USA, es gibt eine Abkehr vom Welthandel, aber der wird nicht von den progressiven Kräften vorangetrieben, sondern der wird von rechten, regressiven Kräften vorangetrieben, der dem weißen Mann seine Privilegien zurückverspricht. Also muss unsere Aufgabe sein, die Arbeiterinnenklasse international zu begreifen und sich mit ihr zu verschwestern. Und was auch hilft, um alles anders zu machen, wäre eine Analyse darüber, wer da eigentlich welche Privilegien für sich beansprucht oder wer eigentlich welche Privilegien da gerade für sich reinstalliert haben will. Denn da liegt auch aus meiner Sicht eine offene Allianz für eine Verschwesterung für uns. Denn da, wo wir die Ordnung des weißen Mannes und seinen Privilegien entgegentreten und für gleiche Rechte für alle kämpfen, kommen wir einer emanzipatorischen Gesellschaft näher. Wir wissen, dass das, was wir beobachten, und da würde ich gerne nochmal Bezug nehmen auf Volkmar Wölk, der letzte Woche von der Konvergenz der Krisen gesprochen hat und sozusagen dazu beitragen, dass der Aufstieg der rechten Kräfte so weit vorangeschritten ist, wie wir das analysieren. Aber wir wissen auch, dass diese Krisen, die Armutskrise, die Klimakrise, die Kriege und Vertreibungen, die Finanzkrise, all das sind ja keine Sachen, die an den Grenzen von Europa Halt machen. Und insofern muss es die Aufgabe der Linken sein, sich internationale Lösungen zu überlegen. Und da würde ich gerne auch nochmal fragen wollen, ob denn die EU eigentlich der richtige Bezugsrahmen für uns ist. Also zugespitzt formuliert ist ja auch niemandem damit geholfen, wenn wir weiter an der Gated Community Europa arbeiten, während an den EU-Außengrenzen in den letzten 5 Jahren 18.000 Menschen ertrunken sind. Und die Welt ist anders geworden. Also die Politiken werden nicht mehr nur in Nationalstaaten verhandelt. Das Kapital agiert global, die Herrschenden agieren transnational und das muss für uns natürlich auch bedeuten, dass der Widerstand transnational erfolgen muss. Und da möchte ich gerne noch an so ein paar positive Beispiele, um positiv zum Ende zu kommen, erinnern, nämlich widerständige Praxen, die transnational funktioniert haben, wie zum Beispiel der Convoy of Hope, wo autoritäre Grenzziehungen transnational unterwandert worden sind. Ich finde auch, dass sowas wie eine internationale Bezugnahme auf neue Frauenbewegungen was ist, was uns was Positives erscheinen lässt am Horizont. Und ich glaube, wir sind gefordert, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und das, was mit Blockupy begonnen wurde, wieder zu revitalisieren, weil, und das ist mein letzter Satz, ein anderes Europa und eine andere Welt nur möglich sind, wenn wir sie möglich machen. Ich habe eine Nachfrage, bevor wir ins Publikum gehen. Ihr habt jetzt beide gesagt, die Rechten sind wahnsinnig gut vernetzt. Bannon hat in Europa keine Chance gehabt, weil man einem US-Amerikaner ein bisschen misstraut. Und ihr habt beide gesagt, dass Italien gerade ein großer Player ist. Welche Vernetzungen rechter gibt es denn noch? Also außerhalb von parlamentarischer Fraktionsebene im Europaparlament, aber auch gibt es diese linke Vernetzung? Du hast gesagt, wir brauchen eine starke transnationale oder von mir aus auch europäische Linke. Und das ja nicht nur auf die Parteien bezogen. Aber gibt es eine solche Vernetzung oder sind uns rechte Akteurinnen da einfach tatsächlich einen großen Schritt voraus? Wer möchte als erstes? Genau, gerne auch außerhalb des Parlaments. Genau, deswegen frage ich nochmal sozusagen explizit danach. Aber du kannst da.
Also zu außerparlamentarischen rechten Bewegungen aus der extremen Rechten lassen sich wahrscheinlich zwei große transnational agierende Netzwerke herausstellen. Das sind einmal die Identitären, also die sind kommen ja sozusagen ursprünglich als Abspaltung vom Front National, also damals noch als Bloc Identitaire sozusagen firmierend, haben die sich ja ausgeweitet europaweit. Ne? Es gibt mittlerweile Gruppen in Österreich, in Deutschland. Es gibt eine sehr enge Verbindung zu der Jugendbewegung oder der Jugendorganisation von Vlaams Belang. Es wird versucht, sozusagen eine lokale Gruppe in Großbritannien zu erschaffen. Es funktioniert mal besser und mal schlechter. Es gibt gute Connections nach Polen, nach Dänemark. Also da würde ich sagen, mit der Kampagne Defend Europe, also Defend Europe meint sowas wie, also die haben tatsächlich versucht, in den französischen Alpen quasi sowas wie Fluchtrouten zu blockieren. Und das machen sie halt eben mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus ganz Europa. Eine ähnliche Aktion war 2017, als sie sich ein Schiff angemietet haben, um die Seenotrettung im Mittelmeer zu behindern. Das haben sie auch unter dem Hashtag Defend Europe transnational organisiert. Ich erinnere noch, dass als das 2017 anlief, da waren ganz viele von uns und auch mir inklusive wahnsinnig geschockt und haben sich gefragt, wie kann das sein? Wie krass ist das eigentlich, dass die sich tatsächlich jetzt ein Schiff mieten und Seenotrettung da verhindern und behindern, wo so viele Menschen einfach im Mittelmeer sterben? Und im Jahr 2019 wird man plötzlich wach und das ist europäische Politik und Seenotrettung wird kriminalisiert. Und das war was ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so vorstellen konnte. Aber das führt so ein bisschen weg von der transnationalen Organisierung. Ein anderes Netzwerk, glaube ich, was wirklich wichtig ist, kommt eher sozusagen aus einer Richtung rechtsterroristisches Milieu. Und das ist das Blood and Honor-Netzwerk, das in ganz Europa vernetzt ist und immer wieder auch zusammenkommt bei großen Konzerten, wo sie sich treffen, wo die Absprachen treffen. Jetzt ist neulich noch in einem... hat der Verfassungsschutz in Bayern eine Mitteilung gemacht. Ich glaube, auch da ist jetzt gerade der Verfassungsschutzbericht rausgekommen, oder? Auf jeden Fall hat der Verfassungsschutz in Bayern eine Mitteilung gemacht, es seien irgendwie 70 Neonazis abgetaucht und davon einige auch aus diesem Blood and Honor-Netzwerk. Also es gibt sozusagen unter der Oberfläche ein rechtsterroristisches Milieu, das agiert und das auch europaweit vernetzt ist. Zur europäischen Linken vielleicht. Ich glaube, da sind halt total gute Versuche gemacht worden und teilweise ganz erfolgreich auch zusammengearbeitet worden mit Blockupy oder mit der Commune of Europe. Aber ich glaube, das müsste eigentlich intensiviert werden und das müsste weiter verstärkt werden, damit so ein Widerstand eigentlich auch transnational funktionieren kann. Dankeschön. Genau, vielleicht ganz kurz dazu noch ergänzend zu diesem Blood and Honor Netzwerk fällt ja ganz häufig sozusagen auch der Name Combat 18. Auch da gab es in letzter Zeit nochmal wieder sozusagen Sachen, die auch hier in Deutschland rausgekommen sind. Es ist insofern nicht wirklich ein internationales Netzwerk, da die tatsächlich ja eher der Ideologie und Praxis des führerlosen Widerstands quasi folgen. Das heißt im Prinzip eben auch eher sozusagen dezentrale Gruppen sind, die für sich arbeiten. Genau das dazu. Und das Zweite, das wird häufig immer so in einem Atemzug genannt, ich habe das vorhin auch gemacht, mit der identitären Bewegung, und zwar ist das diese Casa Pound-Bewegung. Es ist aber nicht ganz das Gleiche. Erstens gibt es diese Casa Pound-Bewegung, die ist eigentlich sehr lokalistisch gestartet, nämlich auch in Italien, und hat sich dabei nämlich das Konzept von Sozialzentren quasi bei Linken abgeguckt und ist damit direkt vor Ort, also wirklich auf so einer lokalen Ebene, in so quasi die soziale Frage reingestoßen. Und auch die haben durchaus eine europäische Ausstrahlung. Ich glaube, es gab mal so einen Versuch, oder vielleicht gibt es den sogar in Sachsen irgendwo, so einen Casa Pound, also so ein Pound-Haus quasi aufzumachen und auch in anderen Ländern. Genau, und das ist insofern nochmal was anderes, als dass sozusagen die identitäre Bewegung sich ja bewusst auch als elitäre politische Avantgarde stilisiert, während diese Casa Pound-AktivistInnen, die manchmal Personalunion bilden, aber ja durchaus sowas wie,
will jetzt mal SozialarbeiterInnen sich sehen. Genau. Vielen Dank. Dann geben wir jetzt das Mikro in das Publikum. Matthias vom Münzenberg Forum ist anwesend und wenn ihr Fragen habt, sprecht sie bitte ins Mikro kurz und knapp, sodass wir das hier vorne dann auch beantworten können. Und gerne auch an welchen der beiden Referentinnen die Frage geht, wenn es denn eine Spezifikum gibt. Bisher nicht. Gut, dann reden wir hier vorne weiter. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da. Aber da gibt es ein Mikrofon. Bitte einmal ins Mikrofon sprechen. Melde ich mich, um das Eis zu brechen vielleicht. Mich interessiert es einfach, wie du das siehst. Du hast ja gesagt, die bürgerlichen Kräfte gehen mit den Rechten zusammen und von dort kommt nichts. Aber muss ich ja jetzt klar machen, seit 2 Jahren saßen Spiegel und Süddeutsche Zeitung auf dem 6-Stunden-Videoclip mit Strache und jetzt ist eine der führenden Personen des Neonazismus gestürzt. Die Regierung ist gescheitert und das bedeutet ein wesentliches Bindeglied, ja, also der völkischen deutschnationalen Burschenschaften in Österreich, also Kickel, Strache und auch die Verbindung genau zu Casa Pound und zu den italienischen Entwicklungen. Und ich finde, das wäre ja mit jetzt ins Bild hineinzunehmen, ja, wie schnell sozusagen, und es wird klar, also was, ich meine, wir haben das sicherlich alle schon sowieso gewusst und gedacht und es fehlen einem manchmal die Belege, es sind Gangster, ja, und es, ich meine, diese 6 Stunden Videoclip zeigt, es sind Gangster, ja, es unterscheidet sich nicht von den Nazis der 30er und 40er Jahre, es sind einfach Gangster und es wird so deutlich und das meine ich, wäre jetzt nochmal interessant, weiter damit Politik zu machen und auch mit dem sehr schnellen Sturz, ja, und da, was es möglicherweise für die europäische Entwicklung heißt. Ja, wenn man denkt an Mailand, letzten Samstag, erwartet waren 100.000, gekommen sind nicht mal 20.000. Also wir sollten das auch das mit ins Bild nehmen. Wie ist denn eure Einschätzung zu den ganz aktuellen? Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr 6 Stunden Video geguckt. Ich hoffe nicht. Genau, aber man kennt so ein paar Ausschnitte. Vielleicht habt ihr eine Einschätzung dazu. Also, etwas polemisch gesprochen, wäre ich ja super froh, wenn, und das ist ja quasi die hauptsächlich ungeklärte Frage an diesem Video, wer das eigentlich gemacht hat, wenn es nun tatsächlich irgendeine kleine Winz-Antifa war. Sprich, ergo, dass tatsächlich Resultat einer linken Politik wäre, dass diese FPÖ-ÖVP-Regierung jetzt quasi gestürzt bzw. die eine Hälfte davon zurückgetreten ist. Ich finde das Erschreckende finde ich daran eigentlich, also du hast sozusagen recht mit deiner Einschätzung, was für eine zentrale Rolle Strache quasi vor allen Dingen in der österreichischen extremen Rechten, aber auch schon seit einigen Jahren in der europäischen extremen Rechten spielt. So vor allen Dingen auch in diesen antimuslimischen, sowohl ideologisch als auch über Kongresse und diverse Workshops treffen Geschichten. Hat er eine wesentliche Rolle gespielt und dass der weg ist, ist nicht zu bedauern. Was ich aber, also wenn jetzt quasi das fast gesamte politische Spektrum versucht zu argumentieren, zu sagen, und deswegen, weil das so Gangster sind, ja, arbeitet man nicht mit Rechtspopulisten, mit sogenannten Rechtspopulisten zusammen, so, dann würde ich dem schon entgegensetzen, nee, man arbeitet eigentlich nicht mit denen zusammen, weil es Rassisten, Chauvinisten, Nationalisten, Menschenfeinde, Frauenfeinde sind. Ja. So, der eigentliche Skandal liegt jetzt nun darin, dass eben ein extrem rechter Politiker offensichtlich ein Korruptionsangebot sozusagen oder einem Korruptionsangebot aufgesessen ist. So. Das würde, da wäre ich vorsichtig, das direkt und unmittelbar sozusagen in so einer Reihe politischer Erfolge in der Arbeit gegen Recht zu stellen. Zumal, und das hat, ich glaube, Norbert Hofer war das, der jetzt ja quasi offensichtlich nachrückt an die Chefstelle der FPÖ, in einer Pressekonferenz gesagt, oder nochmal wieder aufgerufen, wir erinnern uns, 2000 war die FPÖ schon mal in der Regierung, die ist auch nach, ich glaube, 1,5 oder knapp 2 oder ungefähr 2 Jahren
an irgendeinem Skandal letzten Endes dann auch zerbrochen schon. Und er hat den Unterschied nochmal aufgemacht und gesagt, ja, aber damals war die FPÖ tatsächlich noch zerstritten und gespalten. Und das stimmt, das ist sozusagen diese alte Burschenschafter-Anschlussbewegungslinie auf der einen Seite gewesen und auf der anderen Seite eine, wir wollen uns hier respektabler geben, öffnen Richtung Mitte und konservative Seite. Und das hat sich dann auch gezeigt, in diesen Neuwahlen damals ist die FPÖ massiv abgestürzt. So, und ich befürchte, das wird diesmal nicht passieren. Und dann würde ich nämlich sogar im Umkehrschluss sagen, ist es sogar eine Stärkung der FPÖ, weil die Schlange auch ohne Kopf kann. Ja, da würde ich absolut übereinstimmen. Und ich würde sagen, was haben denn die Leute erwartet? Also von HC Strache, den kennen wir jetzt wirklich schon ein paar Jahre, ja. Ich meine, es gibt Fotos, wo der steht in komplett Camouflage-Outfit und da irgendwie mitmarschiert bei der Viking-Jugend. Die ist ja nun auch nicht erst seit gestern irgendwie verboten. Deswegen war das ja jetzt nicht so eine wahnsinnige Überraschung. Und das wusste auch ein Sebastian Kurz, dass ein HC Strache so eine Vergangenheit hat und auch solche Connections hat sozusagen und hat trotzdem diese Koalition ist ja trotzdem eingegangen. Und ich will jetzt sozusagen, um nochmal wieder auf Deutschland sozusagen zurückzukommen, ja, wir haben hier keine Koalition zwischen der CDU und der AfD, um sozusagen, deswegen hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber wir müssen uns doch auch mal klar machen, wer da eigentlich in diesem Bundestag drin sitzt, ja. Da sitzt irgendwie einer drin, der vom Holocaust-Denkmal, vom Mahnmal der Schande spricht. Da sitzt einer, der ist nicht Abgeordneter, aber der gehört zu den oder ist sozusagen angeklagt gewesen als Komplize von diesem Terroristen oder der versucht hat sozusagen einen terroristischen Anschlag zu machen, Franco A., Maximilian T., ja, der ist Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten. Wir haben da Leute im Bundestag, die da arbeiten wie ein Manuel Ochsenreiter, der im Verdacht steht, ein False-Flag-Attentat in Polen irgendwie gemacht zu haben. Und auch diese ganzen Skandale, die wir da jetzt in diesem Video präsentiert bekommen haben, von wegen, es gibt da irgendeinen Verein und darüber kann man irgendwelche Sachen machen. So, ja, auch die AfD hat ja durchaus auch Vereine, bei denen nicht so ganz geklärt ist, welche Rolle das eigentlich diese Vereine da spielen und hat sozusagen immer wieder Schwierigkeiten nachzuweisen, wo denn eigentlich ihre Wahlkampfgelder herkommen und sozusagen wo auch Alice Weidel immer mal wieder ins Stottern kommt. Also all diese Sachen, die in diesem Video präsentiert worden sind, sind keine Sachen, die ich nicht erwarte von diesen Kräften. Und eigentlich kann niemand das nicht erwartet haben, auch nicht diejenigen, die mit denen dann trotzdem eine Koalition eingehen und eine Regierung mit denen bilden. Das ist einfach Wahnsinn. Okay. Da hinten gibt es eine Frage. Jo, es sind eigentlich zwei Fragen. Eine kurze Frage an Jan, beziehungsweise vielleicht könnt ihr das beide beantworten. In Deutschland wissen wir, dass die AfD durchaus auch einen relativ großen Anteil an Protestwählern anzieht. Und da würde ich gerne wissen, wie das im Rest von Europa aussieht, also zum Beispiel in Italien. Also ob es da Wechselwähler gibt, die nicht unbedingt die Ideologie teilen oder zumindest nicht in dem Maße teilen, dass man sie vielleicht irgendwie zurückgewinnen kann oder ob die wirklich hoffnungslos verloren sind. Eine zweite Frage, und zwar, das war gerade bei der Frage, wie man damit umgehen kann. Viele der rechten Parteien sind ja Neugründungen und es gibt ja auch durchaus im linken Spektrum, wenn man sich gerade die Europawahl anguckt, zahlreiche von Parteien, die meiner Meinung nach durchaus vielversprechend sind, sowas wie Volt oder DiEM25 oder wir wissen, dass zum Beispiel die Partei in Berlin jetzt bei 5% steht, also offenbar gibt es da ein gewisses Potenzial, was ihr dazu sagt, also ob es zum Beispiel bei Neugründungen unter Umständen das Potenzial gibt, damit umzugehen. Ja, ich glaube, ein Großteil der Wähler extrem rechter Parteien, und da nehmen sich, glaube ich, die Länder in ihren Soziologien tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, wählt die aus Protest. Aus Protest gegen, und das ist ungefähr das, was Carina, glaube ich, aufgemacht hat, gegen die Wegnahme der Privilegien, welcher Gruppe dann auch immer, weißer Mann, Europäer, Industrie, Arbeiter, whatever.
aber auch ein großer Anteil oder ein zunehmend großer Anteil, so, da habe ich jetzt, also ich habe jetzt keine Studie direkt im Hinterkopf, so, ne, aber das ist so ein bisschen auch so die Alltagsempirie. Auch ein großer Anteil nimmt dafür sehr wissentlich in Kauf, was auf der anderen Seite da sozusagen steht. Deswegen halte ich von dieser These dieser Protestwählerschaft, die jetzt sozusagen einen Denkzettel nur verteilen will, die da ja durchaus sehr stark ist, diese These, nix. Ist jetzt natürlich am einfachsten für mich, das nochmal im deutschen Kontext klarzumachen, aber ich glaube, auch das ist übertragbar. Carina hat es gerade aufgemacht, nach diesen sämtlichen Skandalen muss eigentlich jeder und jede wissen, wen er oder sie wählt, wenn sie das Kreuz bei der AfD macht. Was aber nicht heißt, also was jetzt, also du hast geschlossen mit, sind das alles verlorene Seelen? Nee, natürlich ganz und gar nicht. Also natürlich kann man wahrscheinlich einen Teil davon auch erreichen, auf welche Art dann auch immer, sozusagen, wenn es denn real bessere Argumente gibt. Und diese Argumente werden aber nicht, da wird die Theorie nicht reichen. Ja? Das werden keine Programme sein, die diese Leute überzeugen, sondern letzten Endes sozusagen muss es praktische Alternativen, glaube ich, geben, die da auf die eine oder andere Weise an den Start kommen. Sozusagen. Es gibt natürlich nochmal sehr unterschiedlich, also da werden ja viele Parteien, oder auch ich werfe viele Parteien in einen Topf, aber was soziale und auch ideologische Grundlagen angeht, unterscheiden die sich natürlich schon stark. Also da ist natürlich die Prawo i Sprawiedliwość, die PiS aus Polen, hat da eben eine erzkatholische Wählerschaft, die die AfD zumindest im Osten der Bundesrepublik halt überhaupt nicht hat. Ja, also so, da unterscheiden sie sich schon, was das dann so im Endeffekt für ihr Wahlwechselverhalten heißen kann, schwer zu sagen so, aber zumindest jetzt für den polnischen Fall zum Beispiel ist das eine totale Stabilität. So, ja, also die sind da, sagen, das steigt seit Jahren an, die Zustimmungsrate dafür. Und dann gibt es daneben noch quasi rechtere Parteien. Und also genau, zu diesen Neugründungen, weiß ich nicht. Ich war etwas, es mag sein, dass da Potenzial drin liegt, und von dieser Diem25-Kampagne, die ist ja schon vor, glaube ich, 2 Jahren oder so oder 3 gestartet. Oder letztes, auf jeden Fall ist jetzt nicht ganz neu, und ich hatte davon schon gehört, dass da unter anderem Yannis Varoufakis zum Beispiel auch für antritt. War jetzt so ein bisschen enttäuscht, ob dieser Kampagne, wie er da so mit auf dem Plakat neben allen möglichen anderen hängt, während er versucht hat, noch vor wenigen Jahren auf einer ganz anderen Ebene sozusagen einer deutsch-chauvinistischen Europapolitik irgendwie Paroli zu bieten. Ich kenne diese Person jetzt auch nicht weitergehend, keine Ahnung, was der noch so alles mit sich trägt, aber da dachte ich dann eher so, da ist vielleicht auch was vertan. Aber keine Ergänzung. Da gibt es noch eine Frage. Ich habe eigentlich weniger eine Frage oder allgemeiner gesagt vielleicht doch, aber ich habe auch einen Standpunkt gerade zu dieser ausgehenden, zu diesem ausgehenden Blick, was tun. Ich bin da ziemlich unzufrieden mit dem, was ich jetzt hören konnte. Also ich hörte vor allen Dingen, international schauen, eine Politik in dieser Dimension machen. Aber mir kommt das so ein bisschen vor, als dreht sich da die Sache im Kreis, weil reden kann man sehr viel. Für mich läuft Geschichte vor allen Dingen über Handlungen. Und das fällt uns schwer in der Gesellschaft, auf die wirklichen Handlungen zu schauen, die so ein Kräftebalance oder erzeugen, weil Medien, Bücher, bürgerliche Intellektuelle, die reden immer vom Reden und vom Denken. Und die Nachrichten auch, sie bringen eigentlich kaum den sozialen Widerstand, welche Bedeutung der für die gesellschaftliche Entwicklung hat, wie zum Beispiel solche Krisen in Gesellschaften auch damit zusammenhängen, wie sich Menschen ganz im Dunkeln, ganz im Stillen gegen wehren, gegen Überforderungen und so weiter. Und ich finde es am interessantesten, wenn linke Leute und Denker sich darauf konzentrieren und da mal genauer schauen.
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist für uns immer genau in jeder geistigen Schlacht die klügeren Argumente zu haben und auf der Ebene der Organisationsform die stärkeren Verbindungen. Ich glaube, da kommt es gar nicht so drauf an. Ich glaube eher, es kommt darauf an, dass man soziale Kämpfe konkreter Natur unterstützt. Das sind Tarifkämpfe, das sind Auseinandersetzungen um das städtische kommunale Eigentum, weil die zeigen eigentlich dann auch eine wirkliche Alternative gegenüber Protestwählern und anderen, die es vielleicht mal werden, wie man sich für seine eigenen Interessen auch einsetzen kann, ohne solchen Lügen auf den Leim zu gehen und sich da runterziehen zu lassen, so einen Hass- und Hierarchieblick. Und da ist leider auch mit Parteien ein Riesenproblem, auf die sozialen Kämpfe und Kräfte zu schauen. Gerade auch die Linke hat nun mehrere Möglichkeiten gehabt, gegenüber Volksentscheiden positiv zu wirken und hat das, gelinde gesagt, vertan. Volksentscheid retten, Fahrradvolksentscheid, die nächsten stehen an. Also da kann eine ganz große Unzufriedenheit aufkommen mit politischen Parteien auf der linken Seite. Und ich finde, das ist eine Aufgabe für diejenigen, die, da komme ich auch zum Schluss, die wirklich fauststarke Sachen gegen rechts und eine Zunahme dieser Kraft tun wollen. Sich integrieren in gewerkschaftliche Kämpfe, in Kämpfe für soziale Rechte, gegen den Abbau von kommunalen Strukturen und so weiter, gegen Privatisierung, sich dort einbringen, nicht nur mit Reden, sondern mit Tun, mitmachen bei solchen Initiativen. Das halte ich für das Allerwichtigste. Und die Parteien wären am besten beraten, wenn sie das eigentlich wirklich mehr unterstützen würden. Und dann haben wir gute Chancen, weil dann bauen wir wirklich eine Alternative zum rechten Blick für viele Menschen auf. Okay, vielen Dank. Und insofern, also der letzte Satz dazu, die Orientierung in der EU, internationalere Politik zu machen und darüber hinaus, führt für mich ein bisschen viel zum Geschwätz. Okay. Möchtest du darauf eingehen? Oder wolltest du noch die andere Frage gleich mitsammeln? Ich habe die Vermutung, dass das auch ein Kommentar ist. Also, nein, okay, dann würde ich da einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das, was ich damit meine, ist natürlich nicht zu sagen, ja, wir müssen irgendwie alle so ein bisschen transnationaler werden und irgendwie ein bisschen transnationaler diskutieren. Also das, was ich versuche aber auch aufzuzeigen, ist ja, dass sowas wie eine Klimakrise, das ist nicht mit einer sozusagen rein in Deutschland agierenden Klimabewegung getan. Und das ist es ja auch nicht. Und das ist das Gute und das ist das Positive daran, dass diese Klimabewegung eine total starke Bewegung ist, dass die nach vorne geht und die fordert natürlich auch sowas wie Kapitalismus heraus. Also wenn wir uns diese Fridays for Futures Proteste angucken, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Ende Gelände gucken, wo es auch nur also so eine transnationale Zusammenarbeit gibt und eine transnationale Verbindung der Kämpfe und sagen, dann finde ich, ist das erstmal was Positives, ne? Weil eine Krise, die nicht an den Grenzen Halt macht, die kann man dann auch nicht innerhalb der Grenzen bekämpfen. Ein anderes Beispiel würde ich herausnehmen, ist Frauenbewegung. Wenn wir nach Brasilien gucken, wenn wir nach Argentinien gucken, in den USA, in Polen, in Spanien, in Deutschland, da sind sozusagen neue Frauenbewegungen am Start, die sich auch gegen diesen Antifeminismus und sozusagen die Versuche von staatlicher Kontrolle über weibliche Körper sich dagegen auch zu Wehr setzen. Ich finde, dass Blockupy noch so ein Beispiel war, wo so transnationaler Protest sozusagen funktioniert hat und wo auch Strukturen auch sozusagen oder wo auch Leute zusammengekommen sind und auch zusammengewachsen sind und fand, das hatte ehrlich gesagt wenig mit Geschwätz zu tun. Genau, und so muss man, glaube ich, und das ist eigentlich mein Punkt, den ich machen will, an die verschiedenen Krisen herangehen, wo ja Volkmar Wirk letzte Woche gesagt hat, es gibt sozusagen eine Konvergenz von verschiedenen Krisen, die sich sozusagen, die überlappen sich, die überschneiden sich und die führen eben auch zu diesem Aufstieg der europäischen und internationalen Rechten. Und deswegen, glaube ich, muss man dem auch so rum begegnen und darf nicht in das verfallen, was ich meine mit einer Renationalisierungsfalle, nämlich zu glauben, dass man das sozusagen nur mit einer allein national gedachten Politik sozusagen irgendwie bekämpfen könnte. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage an dich, Karina.
Und zwar, wie sehen die Linken in Europa, wie Europa gemacht werden soll? Was wird Europa nach den Vorstellungen der Linken? Wie soll es weitergehen? Wie geht es weiter? Es geht ja tatsächlich voran. Und das sind meine Fragen. Dankeschön. Ich glaube, da kommt es darauf an, welche Linke du fragst. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Antworten darauf. Wenn ich das jetzt mal so für mich beantworten sollte, dann ist das, wo ich eigentlich irgendwann mal hin wäre sowas wie Weltgesellschaft sozusagen. Irgendwas, was ohne Nationalstaaten funktioniert, das sozusagen eine Solidargemeinschaft bildet. Das wäre so der utopische Punkt, wo ich drauf irgendwie orientieren würde. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man das mit diesem Europa eigentlich denken? Also müssen wir eigentlich jetzt die Rolle vorwärts machen und sagen, europäische Integration aber dann so richtig, also mit allem, was dazugehört, mit einer Sozialunion, mit einem gemeinsamen Steuersystem, mit und so weiter und so weiter. Und um dann irgendwann dahin zu kommen, dass man Grenzen komplett aufheben kann und dann irgendwann dahin zu kommen, dass man bei einer Weltgesellschaft sozusagen grenzenlos herauskommt, ist das eigentlich die Utopie? Und ich glaube, wenn man da andere Linke fragt, die würden was anderes sagen. Die würden sagen, eigentlich brauchen wir doch jetzt die Reinstallierung von nationalem Wohlfahrtsstaat. Und da bin ich halt skeptisch, ob das innerhalb eines globalen Kapitalismus möglich ist, sowas wie nationalen Wohlfahrtsstaat wieder zu reinstallieren. Und ich denke tatsächlich, und da bin ich auch gespannt, was die anderen hier dazu denken, über die Rolle vorwärts viel stärker nach. Also darüber, wie man das schafft, sozusagen soziale Standards in allen Ländern zu schaffen, wie man das eigentlich, wie man sowas wie Ausbeutung entgegenwirken kann. Und indem man sozusagen ein Europa schafft, das sozusagen, in dem nicht nur das Kapital frei ist, ne, sondern wo alle Menschen tatsächlich auch was von haben. So, das wäre so ein bisschen in die Richtung, in die ich denken würde. Jetzt wird's spannend. Nee, prinzipiell d'accord, also gar nicht so spannend. Aber weil, also ich vermische das jetzt nochmal einmal kurz mit dem Gedanken von, wir reden ja hier nur und tun nicht. Aber ich glaube, darin besteht dann eben auch genau eine Aufgabe und die fängt beim Nachdenken tatsächlich an. Und auch da tun sich Linke, glaube ich, häufig sehr schwer. Nämlich in dieser Rolle vorwärts, wie du sie jetzt beschrieben hast, tatsächlich das mal zu transzendieren, was heißt denn Gleichheit für alle Menschen? Wie können wir das verknüpfen mit einer ganz konkreten Politik von Verbesserungen auch? Ne? Also wenn sozusagen wir Politik im utopischen Luftleeren nirgendwo sozusagen zu beschreiben, hilft niemandem und da kommt auch niemand mit, nehme ich an. Also kann man, also ja. Genau, und da würde ich dir dann nämlich an dem Punkt widersprechen und sagen, Kampf den Nationalisten bringt es eben auch nicht. Doch, auch das ist sozusagen eine Kampffront dieser Ideologie, sozusagen den Zacken aus der Krone zu brechen. Okay, da gibt es eine Anmerkung. Ja, jetzt habe ich doch eher eine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man diesen EU-Konstrukt mit der Architektur diese Wünsche abringt und würde ich ganz gerne mal hören, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, dass Brüssel und dieses ganze Konglomerat bis hin zur EZB einverstanden ist, dass wir ein demokratisches, soziales Europa aufbauen? Wie geht das? Naja, das ist ja das, worauf ich vorhin auch schon mal versucht habe abzustellen, dass alle Momente von linkem, emanzipatorischem, teilweise auch vielleicht potenziell hin zum utopischen Aufbegehren, nämlich genau von dieser EU ja repressiv sozusagen ja wieder an die Leine genommen worden sind, wenn man das mal gelinde gesagt mal ausdrückt. Ja, das ist ja noch viel mehr gewesen. Es hat ja Kämpfe gegeben, die niedergeschlagen worden sind an bestimmten Stellen. Griechenland ist da nur ein Beispiel, aber eigentlich, wenn wir uns die ganzen Kämpfe sozusagen seit 2008 angucken, hat es doch immer wieder sozusagen diese Rückschläge gegeben. Und das, was ich meine, wenn ich sage, dass ich den Eindruck habe, dass diese neoliberale EU sich gerade eigentlich auf was vorbereitet, was man als den kommenden Ausnahmezustand sozusagen beschreiben könnte, ja, also sozusagen eine Militarisierung nach innen und nach außen, sich darauf vorzubereiten, dass man sozusagen ja sich in ja eine Wehrhaftigkeit sozusagen sich anzueignen als EU,
dann ist das ja auch Ausdruck von etwas. Also ich glaube, wir werden es niemals hinbekommen, dass die EZB sagt, finden wir super, dass die EU-Kommission sagt, finden wir super, weil das, was ich gerade vorgeschlagen habe oder worüber wir gerade gesprochen haben, denkt Europa ganz anders. Das denkt es nicht in diesen Institutionen, das denkt es nicht als sozusagen Wirtschaftsgemeinschaft, sondern das denkt es als Solidargemeinschaft, als eine Gemeinschaft sozusagen, die im Dienste der Menschen da ist und nicht im Dienste der Kapitalmaximierung. Deswegen wird damit kein Frieden zu machen sein und genau, deswegen habe ich vorhin nochmal gesagt, dass was, wenn man das wirklich will und wenn man wirklich so eine Rolle vorwärts machen will, dann muss man sich klar machen, dass das kein Deckchen stricken wird. Das werden harte Auseinandersetzungen werden, da gibt es die Rechten, die das nicht wollen, da gibt es die Neoliberalen, die das nicht wollen und genau, das wäre, glaube ich, die Aufgabe der Linken, das herauszufordern. Bevor wir zu sehr in neue europäische Konstrukte gehen, weil ich weiß, dass das, glaube ich, noch länger abendfüllend ist, habe ich trotzdem noch die Frage, was man so in kleineren Schritten, also weil das, was wir gerade besprochen haben, ist natürlich ein Riesenziel, was wir jetzt morgen oder nächste Woche oder in 3 Monaten wahrscheinlich nicht umgesetzt bekommen. Und du sagst, so Sachen wie Blockupy oder die Frauenbewegungen international sind wahnsinnig wichtig. Gibt es für euch beide andere Bewegungen, wo ihr gerade sagt, das ist zivilgesellschaftlich total wichtig für das, was wir gerade brauchen? Also du hast vorhin die Seenotrettung angesprochen, die gerade kriminalisiert wird. Gibt es so Sachen, wo ihr sagt, das sind gerade Projekte, wo man vielleicht doch mal hingucken muss, wo man versuchen muss, international oder auch europäisch mehr zu vernetzen und dann aber tatsächlich das auch auf eine politische Ebene zu heben, weil Seenotrettung funktioniert momentan natürlich über Zivilgesellschaft, sollte es aber nicht. Oder gibt es da so Sachen, wo ihr sagt, da müssen wir mehr anknüpfen, das wäre jetzt gerade wahnsinnig wichtig? Also auf die Gefahr hin, hier der Miesepeter zu sein. Kann ich diese Frage jetzt, also es ist viel genannt worden, das ist sozusagen, das finde ich richtig, aber ich habe sozusagen immer den negativen Ansatz nochmal so. Ich würde nochmal stark machen, jede Bewegung, das kann man ja vielleicht auch als Bewegung beschreiben, unter dem Hashtag mit Rechten reden, gab es die zum Beispiel digital, jede Bewegung, die zum Beispiel auf dieser Ebene, und die geht nämlich ganz ins Kleine, die geht bis hin dazu, dass Politiklehrerinnen jetzt AfD-PolitikerInnen in Schulen einladen, dass extrem rechte Politiker ganz selbstverständlich auf allen Podien und Foren dieser Welt sitzen, dem entgegenzuwirken, und das geht auf verschiedenen Ebenen, und sich dagegen seitig zu stärken, ist auch ein Moment sozusagen, das was erstmal sozusagen nur negativ als Gegenwehr klingt, aber total wichtig ist, um überhaupt die Bedingungen zu erhalten, auf denen wir dann die Möglichkeiten ausloten können für weitergehende Sachen. Genau. D'accord. Sehr gut. Gibt es noch Fragen? Da gibt es noch eine. Und zwar, mich interessiert die europäische Akzeptanz der Anti-Rechts-Linken oder der Anti-Rechts-Bewegung halt von den Europäern, zum Beispiel wie rechts umzingeln oder sowas in der Richtung. Wie sieht es bei den durchschnittlichen Europäern aus mit der Anti-Rechts-Bewegung? Wie wird die aufgenommen? Wird die aufgenommen? Wird sie akzeptiert? Besteht keine Akzeptanz? Sieht man das als eine Wochenendbewegung oder dergleichen? Dankeschön. Du meinst sozusagen, was es an Bewegungen gegen rechts auch gibt, wie breit die ist, oder welche Anti-Rechts-Bewegung meinst du konkret? Meine Frage nochmal, wie sieht in Europa von den Europäern aus, von den Durchschnittseuropäern aus, die Akzeptanz der Anti-Rechts-Bewegung aus? Also nicht von uns zum Beispiel Linken oder von uns Antifaschisten, sondern halt von den normalen Bürgern. Wie empfinden sie es, wenn man sagt, das sind Rechte, das sind Rechtsextreme, und dann werden sie aber halt trotzdem gewählt? Das ist meine Frage. Dankeschön. Okay, angekommen. Ich weiß nicht genau, was der europäische Durchschnittsbürger genau ist und sozusagen dieses Normalbürgerbild, aber wenn es sozusagen um jetzt nicht dezidiert Linke geht, hätte ich mal 2 Beispiele. Ich war vor kurzem in der Ukraine und habe tatsächlich 5 Tage gebraucht, bis ich mal jemanden gefunden habe, der
sich ernsthaft mit mir unterhalten wollte über das Problem mit rechts, was sie dort haben. Hat dort niemand gesehen. Kein Gewerkschafter, kein NGO-Aktivist und so weiter. Bis mir aufgegangen ist, dass tatsächlich das Problem dahinter gar nicht war, dass es keine Rechten gibt, das war sozusagen offensichtlich, sondern dass diese gesamte Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich ideologisch wie praktisch auch so weit nach rechts gerückt ist, dass sie das nicht mehr wahrnehmen als Problem von rechts. Ja? Also das mal als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, bei der Angelobung, das ist ein blödes Wort, aber das heißt so in Österreich, der letzten Regierung, die jetzt just halt gestern Kapeister gegangen ist oder heute, Ende 2017 waren 25.000 Leute, meine ich, am Demonstrieren. Bei der Angelobung der FPÖ-ÖVP-Regierung im Jahre 2000, meine ich, waren es 10-mal so viel. Und das waren nicht 10-mal so viele Linke, sondern 10-mal so viele aufrechte Normalbürger, würde ich jetzt mal behaupten. Sozusagen die österreichische Republik, die bestand ja 2000 nicht sozusagen aus so massiv viel mehr Linken. In dieser Entwicklung also auch eine Normalisierung im Sinne von, man kann gar nicht mehr so viel damit anfangen, jetzt gegen die und die zu demonstrieren. Im Zweifel sozusagen werden sie auch eher selber gewählt. Die Akzeptanz geht so weit in sozusagen die, also in so eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft, dass tatsächlich Aktionen gegen rechts auch kleiner ausfallen, genau, inakzeptierter werden. So, vielleicht hast du ja ein Gegenbeispiel. Was aber ja nicht verleugnen soll, dass es auch Bewegungen gab, die gar nicht explizit sich gegen eine, sozusagen als Gegenbewegung gegen irgendwas Rechtes gestellt haben, sondern von sich aus, würde ich sagen, etwas Ehrliches, Menschenfreundliches, Aufrechtes waren, wie zum Beispiel diese Willkommenskultur, blödes Wort. Aber da waren massenhaft Leute daran beteiligt, ganz konkret Menschen zu helfen, ihnen also sozusagen zu einem gleicheren Status zu verhelfen, sehr begrenzt, dann ganz konkret für die Einzelnen. Aber das waren ja massenhaft Menschen und auch nicht nur Linke, nehme ich an. Genau. Ähnlich jetzt bei den Seebrücken-Geschichten. Okay. Gibt es eine weitere Frage? Da hinten gibt es noch eine. Also bei diesem ganzen Europawahlgetümmel finde ich, dass nirgendwo auftaucht, dass, so viel ich weiß, deutsches Kapital Europa dominiert. Und das für uns die Frage sein muss, wie wir dagegen kämpfen. Der zweite Punkt ist, was auch immer sozusagen nicht auftaucht, ist, wir haben hier ein Innenministerium mit CSU, mit Seehofer, der im Moment in Millionenauflage sagt, das Gefährlichste überhaupt in der Stadt sind arabische Familien, er nennt sie Clans. Das ist nicht nur Seehofer, das ist nicht nur ein Politiker, das ist ein ganzes Ministerium mit lauter Mitarbeitern und Kontakten und Verbindungen und so weiter. Das wird nicht angegriffen innerhalb der radikalen Linken. Seit Monaten ist das nicht Punkt zum Angriff. Und der dritte Punkt ist, das ist kurz angeklungen, es wird seit Monaten in einem unglaublichen Ausmaß wird hier AfD und Co. Immer wieder in sämtlichen Medien achtungsvoll, könnte man fast sagen, integriert. Der und der Politiker dieser Partei hat das und das gesagt. Es gibt überhaupt keinen Aufschrei dagegen oder Aktionen dagegen, dass wir das so nicht hinnehmen wollen. Vielen Dank. Möchte jemand von euch beiden? Ja, also das regt mich auch jeden Tag wieder auf. Aber nun besteht die Kunst ja nun darin, sich davon nun gerade nicht fertig machen zu lassen. Aber ich will das auch nochmal illustrieren mit einem Beispiel, was mich letztens tatsächlich auch wieder aufgeregt hat. Ich komme ja aus Bremen und wir haben in Bremen seit Jahr und Tag schon, ich glaube seit 2000 auch so einen übrig gebliebenen Schill-Ableger, heißt bei uns Bürger in Wut,
Die sitzen seit Jahren über so eine Besonderheit des Wahlsystems auch in der Bürgerschaft und agitieren, aber vor allen Dingen in Bremerhaven, sind vor allen Dingen so ein bisschen so Law and Order fixiert. Das ist auch ein ehemaliger BKA-Beamter, der da so das Flaggschiff bildet. Waren aber schon immer sozusagen so das rechte Schmuddelkind. Also natürlich neben NPD und so weiter, aber sozusagen die hatten halt ein Mandat auch. Die haben jetzt Verstärkung bekommen vor 3 Jahren, 4 Jahren durch einige AfDler, die da in Bremen ausgetreten sind und zu denen gekommen sind. Und die trauen sich jetzt tatsächlich bis in die Innenstadt von Bremen auch in Briefkästen zu stecken, also so Flyer zu stecken mit so persönlicher Ansprache, eben auch unter anderem von diesen Ex-AfDlern und stellen sich quasi noch als die bürgerliche Kraft dar. Ja? Sie hetzen gegen jeden Extremismus von links wie von rechts wie von religiös und Populismus sei ja auch keine Alternative. Und das riecht mich fürchterlich auf, aber das ist ja auch Ausdruck von genau dieser Normalisierung, dass die das jetzt A, dass sie es sozusagen einfach mal machen können und B, dass sie damit ja quasi auch noch Recht haben, so übel das ist, aber sie sind eben dann letzten Endes das kleinere Übel aktuell da und damit muss man umgehen können, sondern sozusagen sich darüber aufzuregen, dass es diesen Aufschrei nicht gibt und nicht jedes schlimme Plakat entfernt wird und so weiter oder nicht jede Äußerung eines Horst Seehofer skandalträchtig begleitet wird, führt da glaube ich nicht weiter, auch wenn es schön wäre, wenn das so wäre. Also ich würde dazu noch mal was sagen wollen zu dieser ganzen Normalisierungsgeschichte. Das ist ja mitunter auch von anderen Parteien und von anderen gesellschaftlichen Kräften auch mit befördert worden, wo gesagt wurde, dass es sei jetzt sozusagen eine legitime, gewählte, demokratisch gewählte und legitimierte Partei und deswegen müsse man der sozusagen auch auf Augenhöhe begegnen und der auch zusprechen, dass sie die gleichen Redeanteile bekäme wie andere. Dazu fällt mir immer ein Zitat von Götz Kubitschek ein. Götz Kubitschek ist der Leiter des Instituts für Staatspolitik. Und Götz Kubitschek sagt, wir wollen nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern wir wollen sein Ende als Konsensform. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja, dass da sozusagen diese neue Rechte sich hinstellt und sagt, wir wollen diesen Diskurs nicht, wir wollen ihn zerstören. Er sagt, wir wollen nicht einen Stehplatz im Salon, sondern das, die Beendigung der Party. Dann ist das fahrlässig, wenn ich mich auf dieses Terrain begebe und sage, das sei ein ganz normaler Gesprächspartner. Dann ist das nämlich sozusagen die Feilbietung dessen, was man als Demokratin, ich würde mich ja schon auch als Radikaldemokratin sozusagen begreifen, was man auch schützen und verteidigen muss. So. Und da bin ich nicht bereit, irgendwie in diese Richtung zu denken oder muss auch ehrlich sagen, da sind dann eben auch die Kräfte, die das vertreten und das auch immer wieder nach vorne stellen, die müssen sich am Ende auch selber fragen, was sie denn an diesem Rechtsruck beigetragen haben. Ein anderer Punkt, warum das Ganze nicht mehr so skandalös ist. Manchmal finde ich das auch gar nicht falsch. Ich finde das manchmal gar nicht falsch, dass nicht alles und jeder Mucksch, den sie machen und sagen, wieder groß in der Zeitung landet, weil das Teil der Strategie ist. Also es ist Teil der Strategie, immer wieder sozusagen den Tabubruch zu wagen, immer weiter sozusagen die Diskursräume nach rechts zu verschieben, das Nicht-Sagbare sagbar zu machen. Da sind wir schon ziemlich weit hingekommen, sage ich mal. Also, aber das ist sozusagen was ich mir auch vergegenwärtige, wenn ich über die Identitären nachdenke. Ja? Die Identitären, das sind nicht so wahnsinnig viele Leute. Das sind Pi mal Daumen 500 Leute in Deutschland. Ja? Aber die sind in allen großen Medien sind die rezipiert worden. Die machen jede kleine Kleinstaktion ist aufgegriffen worden. Jede Strategie von wir stellen das jetzt alles in Hochglanz und in tollen Videos sozusagen online ist rezipiert worden und damit hat man aus meiner Sicht teilweise auch die Strategie dieser neuen Rechten mitgespielt. Was ich nicht damit sagen will, ist, dass Widerstand nicht immer richtig und wichtig wäre. Was ich damit sagen will, ist, dass Journalistinnen und Journalisten sich mal überlegen sollen, ob auch die hunderttausendste Reportage über Götz Kubitschek auf seinem Rittergut eigentlich noch Not tut und ob nicht die 700. Home-Story über Mario Müller eigentlich jetzt sozusagen der ganzen Angelegenheit zuträglich ist oder vielleicht auch kontraproduktiv.
Plus, also das ist jetzt wieder ein bisschen abstrakter, aber ja, dieser Gesellschaft stünde, glaube ich, mal einen Diskurs ganz gut an, der die Frage aufwirft, bis wohin ziehen wir denn dieses demokratische Meinungsspektrum, mit dem wir noch reden? Also es ist nochmal ein bisschen abstrahiert von dem, was du gesagt hast, aber ne, Beutelsbacher Konsens, Neutralitätsgebot, in der Pädagogik heißt das dann Konfliktorientierung, da müssen ja immer die Gegenpositionen aufeinandertreffen. Auch da würde ich sagen, müsste eine Gesellschaft in der Lage sein, mal zu diskutieren, mit wem sie eigentlich nicht mehr diskutiert nach dem Kriterium tatsächlich von Menschenfeindlichkeit dann. Und sozusagen dieses Zitat, ich bringe das auch gerne von Götz Kubitschek, das sagt ja im Prinzip dann nichts anderes, ja, wir wollen ja mit euch reden, solange bis wir sozusagen das Sagen haben. Und dann sagt nämlich von uns keiner mehr was. So. Okay. Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, würde ich den Abend beenden. Sie können gerne noch miteinander reden. Es gibt auch noch ganz viele Broschüren und Angebote der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Rätinnen gegen Rechts, was geht mich Cottbus eigentlich an? Also auch zum passenden Thema heute gibt es einiges zu lesen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Anreise und dass ihr hier wart und mit uns über das Thema gesprochen habt. Und vielen Dank für eure Expertise. Und wenn Sie noch Fragen im Nachhinein an die beiden Referentinnen haben, stehen Sie wahrscheinlich auch noch 2 Minuten zur Verfügung. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und ich würde sagen, machen wir alle weiter und versuchen, an die Bewegungen und alles Mögliche anzuknüpfen und das Europa doch noch und den Diskurs nach links zu verschieben. Vielen, vielen Dank.